Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Wir sind auf der Map Fehlerhafte Übertragung. Ich bin als Sturmsoldat unterwegs und habe mir die Ace 52 CQB geschnappt, weil die von den Werten doch recht gut aussah und ich will natürlich auch mal ausprobieren, ob die dann auch wirklich noch das hält, was sie angeblich verspricht. Wir werden hier gerade bei Charlie etwas bearbeitet. Da unten sehe ich einen Feind rumrennen. Versuchen mal hier diesen Punkt weiterhin zu halten. So, der hat uns da hinten aufgeklärt. Naja, ich weiß, die wollen mich jetzt mit Granaten hier vollknallen. Schade. Man kann nur in eine Richtung sichern. Ich zumindest. Uflo, der Destructor. So. Jetzt haben wir uns auf der Map hoffentlich auch gleich mal wieder warm gespielt. Ist gerade ein bisschen wenig los bei Charlie. Ist ein bisschen Selbstmordkommando da wieder allein hinzujagen. Aber mein Squad ist mit von der Partie, also steige ich einfach mal mit hier ein. Na? Oh Gott. Okay, auf die Entfernung ist das Schießen mit dieser Waffe nicht das Schlauste. Aber wie gesagt, ich will die Waffe ja mal ein bisschen ausprobieren, was die so kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die verzieht ziemlich ordentlich. Ich kann also, hab's schwer im Ziel zu bleiben, selbst wenn ich Salven schieße. Da unten haben wir einen. Der ist weg. Schade eigentlich. Panzer. Na herrlich. Ach du heilige Scheiße. Und ich als Sanitäter unterwegs. So was Gutes habe ich lange nicht mehr erlebt hier. Ja, lass mich ruhig. Komm. Ihr möcht ihr Leben! Naja, mitgenommen habe ich dich wenigstens. Wer stellt denn da auch unten eine Flak hin? Ne? So eine Frechheit. Und dann geht auch direkt noch das komische Telefon von mir hier. Ich werde gestört. Ja, ich hätte das auch lautlos stellen können. So. Andere Geschütze werden aufgefahren. Jetzt komme ich mit dem Panzer. Der hält vielleicht nicht lang. Aber ist schon mal originell. Können wir vielleicht unten da die Flak wegholen. Scheiß auf Straße. Querfeld ein ist das einzig Wahre. So, ich möchte euch jetzt zeigen, wie man selbst an ein paar Slams krepiert. Das habe ich immer sehr gut drauf, über Slams zu fahren. Na los, komm, geh kaputt. So, jetzt könnt ihr mich mal. Na, na, na. So war nicht. Wo ist er denn? Da. Weg. Und wo denn? Oh, mach die mal weg hier. Da war das C4-Sprengstoffschwein wieder unterwegs hier. Hält nicht lange, aber wenigstens haben wir die Flak da unten weggeholt. Jetzt können wir uns da ein bisschen anderweitig um den Punkt kümmern. Oh ne, komm nicht auf die Seitenetage, die da ich gebucht habe. Ich fahre nur erster Klasse. Was denn jetzt? Nein, wir haben den Krieg verloren, weil ich hier festhänge an dieser komischen Holzwand. Oh, da ist, ja. Jetzt haben wir es kaputt gekriegt. Schön gemacht. Schön. Wir
So, komm, 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 komm. Wir pirschen uns leicht und beständig vor. Um die Feinde aus ihrem Herzen richtig aufzuschließen. Warum ich jetzt gerade mit Akzent spreche, weiß ich gerade selber nicht. Okay, hier hängen schon mal zwei Groupies rum. Aber nicht zu lange knutschen, Leute. Wir haben noch was zu tun. Noch eine Flak. Toll. Schön, dass du es auch wieder hierher gefunden hast. So, mein Panzer bitte hier hinstellen jetzt. Nicht. Gut, dann halt nicht. Dann renne ich woanders hin. Die Flak möchte auch woanders hin. Das trifft sich ganz gelegen. Dann kann ich schon mal sterben. 2. Ja komm, hier warst du doch irgendwo. Na? Ist er tot? Genau, fahr mich mal rum. Das finde ich sehr sozial von dir. Mensch, wie fährst denn du, Junge? Herrlich. Und es ist wieder das leidige Problem für die, die merken, dass ich da andauernd umschwenke, während ich das MG bediene. Mit dem Fahrzeug, ja, von den Heli-Einstellungen her ist das immer noch so, dass meine Maus Empfindlichkeit dementsprechend nur auf Heli eingestellt ist und sich dementsprechend scheiße verhält, was die MGs angeht. Beziehungsweise die Geschütze, die man steuern kann. Aber da ich, wenn ich gerade mal nicht Let's Plays mache, gerne Heli fliege ohne Ende, lasse ich die Einstellung halt immer drin. Weil das halt für mich das 9+Ultra ist. Schön mit dem Spähhelikopter die ganze Zeit rumzumetzeln. Und sich natürlich auch mit anderen guten Spähhelikopterfliegern ein bisschen zu messen. Weil ich bin eher der Flieger als der super Schütze am Boden. Jawohl. Ich würde sagen, learn to aim für mich. So, wo war jetzt schon wieder der... Gott, wie er da liegt, bitte. Naja, Scharfschützen muss es ja irgendwie in jedem Spiel geben, glaube ich. Ich bin wahrscheinlich auch nur neidisch, weil ich es nicht kann. So Scharfschütze spielen. So. Wie ist die Lage? Ich brauche Informationen. Wo ist die Hauptkampflinie? Klärt mich doch mal auf hier. Es ist schon wieder... Nein! Mhm. Ja, da stehen zwei von meinen Leuten rum. Da wird ja wohl einer die Typen da abknallen können. Wollen die da hoch? Nee. Sind jetzt tot. Nee, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh Gott. Weg ist er. Minimap FTW. Oh ja, schön. Jetzt mitten auf der Straße stellen. Das kommt bestimmt richtig gut. Ey. Na komm, da hättest du nicht wenigstens sagen können, dass du da unten liest, mein Freund. Also, ich meine, so ein bisschen, ne? Ich meine, wir kämpfen ja für entgegengesetzte Sachen und so. Du kämpfst für das, ne? Und, ach, halt doch die Schnauze, Gottschalt. Meine Fresse. So. Ich bin mir leicht nervös heute. Ich suche einen Dixie schon die ganze Zeit, aber es ist irgendwie nicht auffindbar heute. Nicht auffindbar. Deswegen renne ich hier auch so rum. Ich habe ganz starken Harndrang. Ich muss einfach jetzt weiter. Es muss vorwärts gehen. Major Pain, wo sind sie? Hier ist doch irgendwo... Hinter mir waren jetzt gerade welche, aber ich möchte wieder zu Charlie. Auch wenn da wieder die Flak ist, Mann. Also die Flak ist so mein Erzfeind. Ob nur als... Der wartet nur auf mich. Ey!
Ratolin. So nicht! Level 47. Was macht er hier hinten? Alles klar. Gut, irgendwas Sinnvolles wird er schon machen. Hier hinfahren zum Beispiel und die Flak vielleicht ausschalten. Rein hypothetisch gesehen. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich tot wahrscheinlich. Gut, ich habe gerne geholfen. Und jetzt kann ich wahrscheinlich auch gleich wieder abdanken. Oder auch nicht. Sechs Finger Joe. Sechs Finger Joe hat jetzt nur noch fünf Finger. Was machst du denn? Was? Habt ihr das gesehen? Wieder diesen... Diese Superbug. Mensch, jetzt! Leg die hin! Verdammt nochmal! Ihr habt ja gesagt, so nicht! Du ein Headshot! Hacker? Wer soll hier Hacker sein? Wen hat er gemeint? Das ist wieder ein Fall für die drei Fragezeichen, meine Damen und Herren. Genau, oder ich stelle mich um. Sieht aus wie ein Dixico, ist aber keins. Hier explodiert und... Ich habe heute sowieso ein paar Sprachschwier... Mensch, jetzt ist aber mal... Tökelberry. Ja. Ich komme auch wieder mit dem Messer zu einer Schießerei. Das ist immer... ganz, ganz doof. Jetzt nehmen die hier unsere Punkte ein. Oh, Jetfliegen, genau, das kann ich ja auch. Nicht. Dann lasse ich das auch gleich wieder. Alpha. Ich steck mal hier mit ein. Und bin wieder doof an der Seite. So, warum kann ich denn... Na, du hast doch bitte irgendwas drauf, um das abzuwehren, oder? Gut, da du dich nicht mal bewegst, werde ich versuchen, mal zu Bravo zu fahren. Ich brenne? Oh! Ja gut, okay, das hätte ich glaube ich noch bis da hinten geschafft. Naja, immerhin Killhilfe. Achtung, Rambo kommt! Kacke, warum schreie ich das denn raus? Mensch, jetzt haben sie mich bestimmt schon wieder... Boah, verzieht die! Ehrlich! Boah, bitte. Leute, ihr habt... Einfach weggucken. Ey, das... Das war ja mal gar nichts. Der verzogen wie Sau, ey. Ich glaube, ich muss in der... nochmal in die Aim School. Aber wie ich ja im letzten Video bereits sagte, habe ich so ein bisschen das Gefühl... Jetzt habe ich Schluck auf, super. Ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dem Zielen immer schlechter werde. Sag mal, kann mir mal einer sagen, wo der ist? Ich würde gerne. Da oben, oder? Also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Gut, vielleicht sollte ich auch einfach mal von Alpha weg. Mensch, ist jetzt langsam mal gut, oder was? Was machst du denn da? Komm zurück! Wo denn? Da hinten! Alter, bitte! Tu mir den Gefallen und geh sterben, Alter! Meine Güte, wie sich diese Geräuschkulisse nicht abkam. Ting, 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 ting. Der verballert fünf Magazine auf mich, bis er mich da mal getroffen hat. Da kann er mich auch mit seinen verfickten, dreckigen Socken beschmeißen. Da sterbe ich auch irgendwann. Meine Güte, ey. Ja. Okay, wir wechseln mal die Position hier. Gut, hier scheint jetzt erstmal der Bereich... gesichert zu sein, zumindest vorerst.
Da ist der Panzer hinter uns. Soll mich jetzt auch nicht weiter interessieren. Ich kann da eh kaum was ausrichten. Ich könnte ihm meinen Medipacks beschmeißen oder versuchen, ihm eine tödliche Spritze zu setzen. Das Dumme ist, ich habe bloß keine panzerdurchbrechenden Nadeln. Die waren ausverkauft letztens. Ich muss nachher nochmal bei Amazon gucken, ob ich da vielleicht noch was kriege. Hier unten scheint auch erstmal irgendwie alles ruhig zu sein. Keine Flak, die mich wieder bearbeiten will. Da oben schießen ein paar. Oh doch, da oben ist ein Panzer. Also so ein Mobilpanzer. So. All in one. Ich töte dich. Tötest du mich auch? Und er rennt vor. Das finde ich sehr gut. Ich habe da hinten nämlich einen gesehen. Scrambling the next round. So, der ist mittlerweile tot, der Junge. Nicht mein Verdienst. Soll mir auch wurscht sein. Wir holen uns ja mal Echo. Oh, wieder dieses Geräusch, ne? Ja, oder so. Das war Headshot, Lucktreffer mit Fallrückzieher und Kacke mit Arsch. Sowieso dabei. Das Match verlieren wir. Leider. Ich steig mal bei Charlie ein. Lebt der noch? Ich wollte gerade sagen, hey, der hat sich doch noch so komisch bewegt. Letzten Zuckungen haben sie jetzt auch mit implementiert hier. Hä? Achso. Ich wollte gerade sagen. Ihr habt doch noch gar nicht aufgehört eigentlich. Naja. Das war's soweit wieder. War jetzt nicht die actionreichste Runde. Ich hoffe trotzdem, dass ihr genauso viel Spaß gehabt hattet wieder wie ich. Hoffe natürlich, dass das DLC, das nächste, demnächst wieder rauskommt, damit ich da auch mal wieder ein paar neue Maps rocken kann. Weil langsam werden die alten Maps doch etwas langweilig. Und hoffe, jetzt an dieser Stelle natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Battlefield 4 mit eurem Gunshot. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.